Der Marc hat sich bei uns zu Hause einquartiert für eine Nacht und darf heute auf unserer Couch pennen. Weil morgen früh geht's noch nach Olpe den Vormittag für uns. Also volles Bike-Wochenende. Last night, I had a dream of us coming together. Last night, in my dream, I saw unity. I had a taste of democracy. Für alle, die immer noch fragen, wie das in Olpe funktioniert, ihr rollt runter, holt euch euer Ticket, füllt die AGBs aus und dann startet ihr ganz entspannt mit dem Lift nach oben. Wer immer noch Angst vor dem Lift hat, der schnappt sich mittlerweile einen Easy Loop oder schaut sich auf jeden Fall nochmal das Tutorial von Thomas und mir an, wo wir euch das Ganze erklären, denn so schlimm ist das Ganze eigentlich nicht. Action. Nach der kurzen Aufwärmrunde auf dem Flow ging es dann weiter auf die Freeride. Übrigens gibt es ein paar News aus dem Bikepark OE. Es gibt jetzt mittlerweile Halbtagestickets, was ganz nett ist, weil ich zum Beispiel bin meistens ja so nach 3-4 Stündchen schon eigentlich fast ready, um wieder nach Hause zu fahren. Wem es auch so geht, für den reicht auf jeden Fall das Halbtagesticket und das ist einfach ein Ticken günstiger als das Ganztagesticket. Das finde ich ganz gut, da ja alles irgendwie teurer geworden ist und so ist es leider ja auch hier im Bikepark OE geworden. Allerdings kann man sich dann mit dem Halbtagesticket noch ein bisschen mehr an den alten Preisen orientieren. Und wer halt nur 3-4 Stündchen fahren will, für den passt das eh super. We'll be right back.
Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Bikepark euer Lieblings-Bikepark ist. Kann ruhig ganz Deutschland sein, denn wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall noch ein paar andere Spots besuchen und nicht nur hier bei uns in der Umgebung bleiben. Ist cool, ne? Ja. So Leute, wir sind fertig in Olpe. War ein mega cooler Tag, auch wenn nur kurz, weil wir jetzt noch am Geburtstag eingeladen sind. Aber ich muss einfach sagen, Olpe einfach 100% Spaß, macht einfach so Bock. Ist immer noch ja, mein Lieblingspark, würde ich sagen. Macht mir einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach so ein Spot, wo einfach alles nur Spaß macht. Und ja, es war auch nicht so extrem voll heute, trotz des guten Wetters, aber es war auch nicht so angesagt. Ich glaube, ich werde tatsächlich das 27,5er Rad erstmal drin lassen in der Gabel und kein neues kaufen, weil ich jetzt damit tatsächlich sehr, sehr gut klargekommen bin. Jetzt nach diesen zwei Tagen, einmal Winterberg und einmal jetzt hier in Olpe, finde ich, ja, hat mir gezeigt, dass ich damit erstmal so, ja, erstmal so bleibe und dann weiterschaue, ob ich dann doch irgendwann mich umentscheide. Die Michi macht immer so hart Kofferräume zu und Türen. Ja, das muss halten. Naja, lasst gerne ein Abo da. Ich hoffe, dieser kleine Wochenendtrip mit mir und dem Marc hat euch gefallen. Am Ende ist leider meine GoPro ausgegangen. Mir nehme ich heute noch das Sonnenfahrtgap hier vorgenommen und erfolgreich gemeistert. Aber dann war die GoPro leer. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ach komm ey, hätte ich jetzt auch gesagt. Es war so, fragt den Marc, wenn ihr mir nicht glaubt, fragt den Marc, Marc Bartsch, es war so. Also Leute, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben nicht vergessen, mir nämlich sehr weiterhelfen, dass der Kanal mal ein bisschen weiter wächst hier und ja, wir sehen uns im nächsten Video, dann immer noch wahrscheinlich mit trockenen Trails, ganz crazy Sache.